Guten Abend, mein Name ist Alexandra Stadelmann, ich bin von der CVP und Kulturstadt Winterthur bedeutet für mich, dass ich in einer kulturell sehr spannenden, interessanten und vielfältigen Stadt lebe, wo ich mitgestalten und mitformen darf. Wo gehst du zu Winterthur weg? Ich bin an verschiedenen Orten unterwegs, zum Beispiel in der Essay-Musikbar, im Salzhaus oder mal im Bolero. Ich war auch mal schon im Sabor Latino. Ich tue einfach gerne tanzen, ich tue gerne käfeln. Ja, ich bin an verschiedenen Orten unterwegs oder auch mal ins Theater. Da gibt's, das ist ganz vielfältig. Gibt es zu viele Auflagen für öffentliche Veranstaltungen? Zu viel würde ich nicht sagen. Es ist sicher ein bisschen eine Arbeit, wenn man etwas möchte veranstalten möchte, bis man sich durch den ganzen Unterlagendschungel gelesen hat. Aber, so ist nachher auch gewährleistet, dass es gerecht ist und dass es läuft. Dann weiss man nachher auch, so jetzt stimmt es. Ja. Sag mal drei Winterthurer Bands. Oh, Elu Meinti gibt es, glaube ich. Winterthur ist noch schwierig, ja, fällt mir gerade nicht mehr ein. Welche Kulturinstitution würdest du im Zweifelsfall wegsparen? Keine. Ich finde, es ist sehr wichtig, dass es die Vielfalt weiterhin gibt. Sie sind alle sehr in einer hohen Qualität. Darum könnte ich jetzt gerade keine wegsparen. Wenn du in einer Kulturinstitution arbeiten, für was wärst du verantwortlich? Ganz klar für den Bereich Tanz und Theater. Das würdest du die Präsidentin der Kulturlobby gerne mal fragen. Wie das so ist, können zu handeln, die verschiedenen Interessen, die alle haben.